So, guten Tag Leute, ich begrüße euch mal wieder zu FIFA 13. Ich bin euer Kommentator MG Mus mit. So, ich habe eine gute Idee bekommen, was ich mit den ja überzähligen Spielern machen könnte. Und zwar ein bisschen verleihen, vor allem die Jungen, die ich noch nicht hernehmen kann, weil sie noch nicht auf, auf der Höhe sind. Die könnte ich verleihen und das tue ich auch. Muss ich mal kurz durchgucken. Vom Mittelfeldspieler müssen wir hier ein bisschen loswerden. Oder nicht loswerden. So, N.O. Frater, Schulz, Meckel, Addo. Addo, ja. Das sind eigentlich die Hauptdinger, was ich mal wegtue. Muss ich mal merken, Ofrata N. Weil sonst, tue ich mich hart, so. Hahaha. Ha, ha. Wenn ich hier zumindest ein Bildchen kriegen könnte. So, noch was haben wir jetzt sortiert? Nach, keine Ahnung was. Super, noch Status kann ich sortieren, das ist super. So, Ofrata N was. Oh Mann, ihr seid ja so genial. Linken Stick drücken, so, Spieler anzeigen. Wer bist du denn? Jetzt genau. Hier steht der Name nicht mehr, ich dreh durch. Was soll denn der Scheiß? Oh Mann. Die muss ich mir jetzt alle merken, oder was? Oh Mann, oh Mann. Preis, Gehalt. So, am Gehalt könnte ich es sehen. Monero. Innenverteidiger. Nee. Das ist der billige Offrater. Der hat ein bisschen höheren Wert. Ist aber schwer zu sagen, welcher das ist. Jetzt muss ich mal wirklich. Ja, oh, das ist echt doof gerade. Finde ich jetzt. Doof gelöst. So. Dachte ich es mir. Zentral offensiv. Zentraloffensiv, den darf ich nicht hergeben. Spieler verkaufen. Wo ist er denn? So. Dann auf Leihliste setzen. So. Innenverteidiger. Der kriegt nur 1000. Was? Marquez. Oh Mann. Merkels. So. Auf Leihliste setzen. So, noch ein paar. Hm. Ach so, das ist so. Ah. Dann gehen wir halt so durch. Dauert zwar länger. Aber, ja, hilft ja nicht. So. Gut, dann können wir den auch. Eine Saison verleihen, vielleicht wird er ja auch besser. So, den natürlich auch. Doch, leihen.
Und da haben wir noch einen, Marquez. Du wirst auch verliehen. So. Es dürfte dann soweit passen. Dann können sich die ein bisschen ausbauen. So. Gucke ich mal kurz durch. Ja, ist weniger geworden. Ah, Ado. Ado muss ich mal noch merken. Ach, die sind immer noch drin. Aber ich, ja, hab halt dann linkes Mittelfeld. Na, Reservespieler. 62. Bin ich jetzt verplant oder bin ich verplant? Linkes Mittelfeld, wieso bist du eigentlich nicht hier oben? Weil der Nico besser ist oder was? Ja. Rechtsverteidiger, linkes Mittelfeld. Du wirst mal gegen ihn ausgetauscht. So. Der Kader schrumpft ein bisschen verleihen. Bisschen Spielerfahrung für die anderen. So. 1860. Ausleihen von Ofrata akzeptiert. Weiter. Das hört man immer schön. Hört man immer gern, dass das alles genehmigt ist. So, Barcelona, scheiß drauf. Ist mir egal. So weit sind wir einfach nicht. So, gegen wen dürfen wir jetzt spielen? Gegen Energie Cottbus. Habe ich ja schon direkt Spaß drauf. So, ihr habt die Heimtrikots, ihr die Auswärtstrikots, bitte. So, dann geht's auch schon in die Aufwärmphase. Mal gucken, ob wir unser Pensum halten können, was wir jetzt, ja, an den Tag gelegt haben. So, dass wir hier noch ein bisschen, ah, fuck, ey. Dass wir hier in der Saison noch ein bisschen weiterkommen. Okay, da wird das Zielschema ein bisschen größer. Eieiei, beinahe. Aber jetzt habe ich, glaube ich, den Dreh raus. Reintreffen tue ich aber genauso wenig. Ja, geht doch. So. Hoppala. Wo ging der hin? Ah, beinahe. Knapp daneben ist auch vorbei, leider. Der geht wieder drüber. Oh Mann. Nach links rüber schafft das wohl nicht. Ja, der war ein bisschen zu niedrig. Aber egal, wir haben ein bisschen Dreh rausgekriegt. Vielleicht wird es ja beim nächsten Mal besser. So, und starten wir mal der Partie gegen Energie Cottbus. Cottbus. Wo sind wir denn eigentlich? In München sind wir. Daheim. Daheim. Ist immer schön. Da freuen sich die Fans immer, wenn man gewinnt. Da kann man immer so schön mitjubeln. Wenn es mal wieder klappt, zu siegen. Aber das stellt sich natürlich noch raus. 60 jetzt im Angriff. Versucht's durch die Mitte. Wie immer. Er zieht ab. Oh. Oh, zweimal Aluminium getestet und das kurz hintereinander. Ah. Wieso ging der nicht rein? Da haben mir die Spieler einfach nicht vergönnt, dass wir so früh in Führung gehen. Ah. Das hätte eigentlich ein klares Ding werden müssen, wenn er so frei vor dem Tor steht.
Aber naja, kann man nichts machen, aber dafür hat Laut wieder zugeschlagen. So wie wir ihn kennen. So müssen wir es. So brauchen wir das. Der Junge hat es einfach nur drauf. So, weiter geht's. Cottbus jetzt nach 10 Minuten schon ein bisschen gebeutelt. Zwei gute Aktionen. Und bei der zweiten gleich mal ein Tor. Hätte eigentlich die erste Aktion schon ein Tor werden können. Aber da war uns das Glück leider nicht hold. Aber es wäre schon ein bisschen derbe, in 10 Minuten zwei Tore vorn zu liegen. Da könnte Cottbus ja gleich in die Kabine wieder gehen. Könnten sie spielen aufhören. Ja, was ist denn heute schon wieder los? Das ist hier heute munteres Gebolze. So, aber jetzt wieder hoch konzentriert, sich die Chancen wieder erarbeiten. Und Cottbus jetzt nicht zu stark kommen lassen. Ja gut, haben jetzt eine Ecke. Dürfen sie aber auch ruhig, ein bisschen Chancen dürfen sie kriegen. Aber nicht zu viel natürlich. So, und jetzt das Spiel ein bisschen schneller machen, aber nicht zum Gegner passen. Das ist natürlich kontraproduktiv. Das ist nicht im Sinne des Trainers, was da hier gemacht wird. So, da wieselt er sich durch, der Kleine. Aber dann haben wir sie schön trotzdem gestoppt. So, weiter nach vorn hier. Ah, da kommt er nicht durch, der Laut. Aber 60 immer noch im Ballbesitz. Oh, der war zu nah am Torwart. Hey, wäre aber schön gedacht gewesen. Ja, manchmal hat man einfach Pech mit dem Pass. Aber 60 lässt sich hier nicht unterbringen. Was war denn das jetzt für eine Drehung? Wollen die jetzt wirklich zaubern anfangen? Und zaubern hier meine Abwehr aus? So, weit nach vorn gespielt. Und Laut trifft schon wieder. Einfach am Torwart vorbeigehämmert das Ding. Da freut er sich. 29. Minute und dann 2-0 schon vorne. 60 ist er heute wieder in Topform. Das ist natürlich super. Dann hört die Glückssträhne ja zum Glück nicht auf. Na gut, zum Glück nicht aufhören, ist klar. Glückssträhne und so. Da muss man ja auch Glück haben, dass die nicht abreißt. So, da geht er durch. Da kommt er zu Fall. Wird zu Fall gebracht. Freistoß. Aber Standardsituationen, da sind wir ja nicht so stark. Oh, direkt in die Mauer geschossen. Ja, die muss ich echt noch trainieren, die Standards. Da muss man ein bisschen gefährlicher werden. Weil das hilft nichts, wenn wir hier so zahnlose Löwen sind bei solchen Standardsituationen. Weil irgendwann rächt sich das doch mal. Vor allem, wenn wir in die erste Bundesliga doch aufsteigen sollten, so wie es aussieht momentan, wehrt man das auch. So, au, ungefährlich für den Torwart. Hat er aber auch nicht zu fassen gekriegt, den Ball. So, Einwurf 60. So, Eichler. 8 ohne Gegentor, das ist natürlich super. Da kann er sich auf die Schulter klopfen. Auch wenn da seine Vordermänner den Großteil der Arbeit machen. Weil wirklich gefährliche Situationen sind selten. Und wenn sie doch gefährlich sind, dann kommen sie meistens durch. Es liegt aber dann nicht am Torwart. So, noch ein bisschen Passspiel hier. Direkt vorm 16er, aber im 16er, da haben wir dann
das Problem, dass wir doch nicht durchkommen. So. Nein, das war nichts. Nehmen wir jetzt den Cottbus dann endlich mal den Ball ab. Seid ihr so freundlich? Oh, da hat er ihn. Ja, gerade noch gemeckert über den Torwart, aber trotzdem, jetzt hat er das 0 festgehalten. So, 2:0 zur Halbzeit. Jetzt dürfen sich unsere Spieler mal wieder kurz ausruhen. Aber da haben wir, oh, zweimal Aluminium. So, Cottbus wechselt erstmal. Ist auch schön. So, 60 jetzt mit einem Anstoß. Mal gucken, wie die zweite Halbzeit jetzt so läuft. Ob da auch so viel geht. Ja, gut, mit solchen Pässen, die dann doch den Abnehmer nicht finden, ist natürlich nicht viel, ja, getan damit oder ist ein bisschen unglücklich einfach. Aber was soll's. Das sind wir mittlerweile gewöhnt von unseren 60ern, dass die Pässe nicht so durchkommen, wie wir das gerne hätten. So, Einwurf 60, oder? Jo. Es ist gut so. So, jetzt bauen wir uns das Spiel schön gemütlich auf. Nichts überhetzen, überhasten, so wollte ich sagen. So. Ah, nicht schön genug reingebracht. Aber doch gekommen. Oh, 2 gegen 1. Oh, da haben sich selber verdattelt. Die Cottbusser. Naja, wenn man dann solche Chancen für Cottbus nicht nutzt, ist natürlich dann auch blöd. So, Laut zieht nochmal ab. Aber ohne Erfolg. So, Cottbus wechselt gleich nochmal. Direkt. Und ohne lange Umschweife. Oh, da wird der Torwart von Cottbus ausgepfiffen. Weil er hier nicht gleich den Ball wieder ins Spiel bringt. Ah, diese Fehlpässe. Gut, jeden Ball kann man halt auch nicht durchquetschen. Wieso fällst du hier hin? So, was mach ich nun? Spielt man hier raus. Mal hier wieder rumlaufen können. So, Drehung und Schuss und Tor. Leitl. Leitl ist auch noch da. Unsere Torschützen Nummer 1, die sind einfach eine Pracht. So, jetzt gucke ich aber mal kurz ins Teammanagement, wie es unseren Spielern so geht. Eigentlich noch tippitoppi. Niku. Ich bringe dich mal rein. Linkes Mittelfeld. So. Und fortsetzen. So, Stahl geht raus. Ein bisschen Frischluft, mal neue Leute wieder mal. Ist auch nicht verkehrt. Man soll ja doch ein bisschen die Chancen wahren für die ganzen Spieler. Und vor allem bei dem Spielstand darf man auch gern mal experimentieren. Da dürfen auch mal unerfahrene Spieler ran. Jetzt kommt der nicht durch, wird blockiert hier vom Cottbusser. Eieiei. Cottbus jetzt mal in der Vorwärtsbewegung, ist eine Seltenheit. Aber wird früh wieder von 60 gestoppt. Ah, das gibt es nicht. Wir stehen immer da, wo ich hin passen will. So. So, 60 baut sich jetzt wieder gemütlich etwas auf. Ah, wieso kommen dann da nicht hin? Läuft so schön zum Ball, aber kriegt ihn dann doch nicht.
So, aber 60 lässt hier nichts anbrennen. Ah, zu weit nach vorne gespielt. Die Pässe noch ein bisschen unpräzise. Aber das wird auch schon besser. Hat man schon schlechtere Spiele mit den Pässen her. Ei. So, knapp vorbei. Knapp vorbei. Cottbus wechselt schon wieder. Damit haben sie alle drei durch. Dürfen sie nicht mehr, da ist vorbei. Können wir jetzt bitte? Danke. So, 79 Minuten schon gespielt. Ist ja eh gleich vorbei. Gleich haben sie unsere 60er mal wieder geschafft, ihre Dominanz zu zeigen in der zweiten Bundesliga. Ah, Dominanz ist auch relativ zu sehen bei solchen, ja, Aktionen. Wir kommen halt immer recht schön durch. Ah, er legt dann sich einfach zu weit vor, aber er kämpft sich den Ball wieder. Und er geht durch. Oh, aber leider kann der nicht mehr. Können wir bitte? Danke, Kader. Ja, Leitl ist fertig mit der Welt. Kommt natürlich unser Youngster auf Rata wieder rein. So, Laut ist auch ein bisschen fertig. Aber das ist fast egal. Weil es sind da eh nur noch 5 Minuten zu spielen. So, schöner Pass. Ei. So weit wollte ich eigentlich nicht passen. Aber, oh! Ungereimtheiten in der Abwehr. Abseits zum Glück. Für 60. So, jetzt wechselt man noch kurz. Bisschen Zeit schinden muss ja auch sein. Wow, ist das Publikum geil animiert. Fällt mir gerade so auf. Ja, ins Nichts. Ins Nichts gespielt. Aber funktioniert auch. Pfeif ab. Danke, Junge. So. Du bekommst den Ball da hinten. Ah, oder auch nicht. Ist natürlich klar. So, da wird abgepfiffen. 60 gewinnt mal wieder. 3:0 gegen Energie Cottbus. Das ist schön. Da freuen sich die Fans daheim. Da jubeln sie. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.